Deutschland! Tja, wie jeder Einzelne auf die Idee kommt, es zu trommeln, das weiß ich eigentlich noch ja nicht, aber dass wir was zusammen machen wollten, das war schon eigentlich eine Idee, die ich in frühen 90er aufgegriffen habe, ob man vielleicht was zusammen machen könnte. Da habe ich mir mal damals einen Musiker gesehen, und zwar Stomp, ja, in New York. Kannte das noch keiner hier? Und sowas ähnliches habe ich probiert, halt für eine Reisebühne sozusagen zu veranstalten, ohne dass man ein Theater mieten muss. Und ja, dann haben wir uns zusammengefunden, haben ein paar Songs gemacht. Für mich ist der spannendste Augenblick, wenn ich mit meiner Flex mein Schlagzeug zersäge, weil ich nicht genau weiß, ob vielleicht mir die Trennschleife um die Ohren fliegt oder so. Na, für mich ist immer äußerst spannend, wenn wir Gäste bei haben. Wir nehmen auch immer ganz gerne Gäste mit, wenn wir ein bisschen länger spielen sollen. Zum Beispiel ein Rapper, heute ist der MC Raymond mit bei. Oder Breakdancer, Feuershows, Stuntshows, Pieperpöchen, finde ich persönlich immer sehr, sehr spannend. Matze, weißt nicht, was du so spannend findest, ein Tatort? Ja, der läuft aber nicht, wenn wir spielen. Ich spiele ja mal etwas später. Spannend für mich ist immer zu sehen, wie unterschiedlich gut die Leute auf unser Konzert reagieren. So, wir spielen ja wirklich von großen Sportevents, wie zum Beispiel auf dem Brandenburger Tor bei Fußball-WM, bis hin zu großen Stadtfesten, dass die Leute innerhalb von kürzester Zeit auf unserer Seite sind und ja, mittanzen, sich mitbewegen und das schon ordentlich mit aufnehmen, was wir so alles machen. Und natürlich, wie auch schon Basti gesagt hat, wenn unser Gast dabei ist, den wir heute auch hier dabei haben, nämlich der MC Raymond. Und ich gebe mal das Mikrofon weiter. Was ist denn dein spannendster Moment, Raymond? Also mein spannendster Moment, den werdet ihr heute nicht kennenlernen, aber vielleicht morgen mit Roland Kaiser. Der spannendste Moment ist, wenn sich der gnadenlose, brutale Rapper, der wirklich nur an Mülltonnen abhängt, plötzlich sich zum grandiosen Schlagersänger verwandelt, der ich auch nun mal bin, die gespaltene Persönlichkeit. Und da ist es echt spannend, wie reagieren die Leute? Mal mit großem Kreischen und mal, keine Ahnung. Es ist schon eine interessante Mischung so. Auf jeden Fall. Ja, wir halten das eigentlich so bei uns, dass wir so viel wie möglich vom gemeinsamen, vom Gesamtsound der Schlagzeuge haben wollen. Deswegen machen wir das jetzt nicht so, dass wir jeden Sound richtig extra abnehmen, sondern wir haben wunderbare KSM 109 Overhead-Mikrofone, die wir in Höhe der Becken, also zwischen die Becken und die Trommeln stellen und dort quasi pro Set 3 dieser KSM 109 Mikrofone, dass wir einen guten runden Sound haben. Und für die Trommeln, die wichtig sind, wie zum Beispiel hier bei mir hinten am Schlagzeug am Set, haben wir die Beta 56A, glaube ich, sind das? Ja, ich glaube schon, genau. Und natürlich mein Lieblingsklassiker in der Bassdrum, Beta 52. Und damit kriegt man einfach den rundesten Sound hin. Und deswegen, ja, so machen wir das. Also wir nehmen wirklich die Sets so auf, wie sie eben halt auch original klingen. Und das kriegt jeder gute Tonmann dann so hin, dass es wirklich nach einer geballten Trommelladung klingt und nicht irgendwie so etepetete zusammengemischt. Wir sind ja bei ganz vielen Produktionen unterwegs das ganze Jahr und man sieht ja, welche Verleihfirma mit welchen Mikrofonen ankommt. Und ich bin nur auch, sage ich jetzt mal, in meiner Freizeit so Veranstaltungstechniker und befasse mich auch so mit der ganzen Materie. Für mich war es klar, für die Bassdrum gibt es nur ein Beta 52, und dann hat uns die Schulserie generell so gefallen, dass wir uns da halt irgendwie, wir haben uns belesen, was ist da am besten und was ist hier am besten. Und natürlich auch befreundete Tontechniker, die gesagt haben, hier, das kannst du nehmen, das so. Also so ist es dazu gekommen, das war eigentlich recht eindeutig. Ja, der Sound ist recht knackig, recht sportlich. Ich fühle mich wohl auf der Bühne und ich denke, die Kollegen auch. Also macht Laune. Also freue mich schon auf heute Abend. Die Leute können kommen und dann gibt's richtig auf die Mütze, Freunde.